Und damit herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf Matip TV. Ja, was ganz Limitiertes, was es eigentlich nicht mehr so oft gegeben hat hier auf diesem Kanal. Es folgt mal wieder ein Video für euch. Zumindest für die paar Zuschauer, die ich halt habe, die regelmäßig auch mal reinschauen. Nee, aber zuallererst muss ich euch was sagen oder mich bedanken dafür, dass es wirklich so viele Aufrufe gegeben hat. Ich muss sagen, ich habe ja jetzt vor einer Woche oder vor 2 Wochen ein Video hochgeladen. Das war ja das Champions League Video, wo Hans Zimmer ja sein Musikstück, sage ich jetzt mal, gemacht hat. Und das habe ich dann zu einer einstündigen, ja, wie nennt man das? Zu einer einstündigen Musikpassage zusammengeschnitten, kann man das so sagen. Auf jeden Fall ist das von Hans Zimmer gemacht worden und ja, dann habe ich diesen Song einfach mal so gemacht, dass man das 1 Stunde jetzt hören kann. Und anscheinend gucken sich das jetzt ganz viele Leute an. Und irgendwie muss ich echt sagen, ist das schon krass, dass wirklich jeden Tag teilweise knapp 500 Aufrufe jetzt darauf kommen, auf dieses Video. Was ich jetzt einfach so geschnitten habe, auch für mich, weil ich das sehr gerne auch höre, diesen Champions League Song für FIFA 19. Und da muss ich echt sagen, das schafft nicht jeder, dass man knapp 15.000 Views auf ein Video jetzt kriegt. Respekt an der Stelle, die gerne wirklich sowas hören. Zumal dieses Champions League Ding wirklich nur 50 Sekunden geht, dieses normale Lied. Und ja. Trotzdem gucken sich das so viel an und ich bin ziemlich zufrieden und bin sehr froh darüber, dass dieses Video auch sehr gut ankommt. Jetzt knapp über 200 Likes, glaube ich sogar. Also nicht schlecht. Natürlich hat das jetzt nichts mit den Inhalten auf diesem Kanal zu tun, aber trotzdem ist es für mich eine gute Promo, dieses Video vor allem. Und ich habe es auch für mich geschnitten, um das selber auch zu hören. Natürlich spielt auch im Hintergrund die Frage, ja, macht er das jetzt, um Klicks zu generieren? Natürlich mache ich das, um Klicks zu kriegen, aber dass es jetzt so viele auf einmal sind, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und vor allem geht das Ganze ja noch weiter. Man weiß ja nicht, wo es endet. Es geht ja immer, immer weiter. Und ich habe auch gesehen, heute Morgen über 30.000 Minuten wurde dieses Video jetzt gehört oder gesehen, was mich natürlich sehr stolz macht. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt mein Werk ist, muss ich ganz klar gesagt haben. Trotzdem gehen wir mal auf Social Blade. Da müsst ihr euch ganz kurz gedulden. Na gut, es war jetzt nur 1 Sekunde, die ihr euch gedulden musstet. Auf jeden Fall sieht man jetzt hier auf Social Blade meine momentanen Statistiken. Und mein Ziel, was ich schon immer erreichen wollte, die Video-Views auf 100.000 zu kriegen, habe ich jetzt bald erreicht. Es fehlen noch 8.000 Aufrufe und ich bin sehr zuversichtlich, dass ich das mit diesem Video schaffen kann. Auf jeden Fall sehen wir hier, dass ich momentan 11.500 Klicks pro Monat so generiere. Das heißt, ich kriege so um den Dreh im Monat fast 42 Euro, wenn es hochkommt. Und ich habe in den letzten paar Tagen 15 Subscriber bekommen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Und hier sehen wir die Statistiken. Heute zum Beispiel, Wednesday, Mittwoch, habe ich um die 831 Views gekriegt. Die Tage davor auch sehr reichlich an Klicks. Der Dienstag am 19.06. war auch ziemlich gut. Also ich muss sagen, es ist schon ganz cool, dass ich hier so viele Aufrufe kriege. Natürlich bin ich auch ganz realistisch und sehe das jetzt nicht als Hype für meinen Kanal an. Das ist natürlich klar, es ist nur ein Video, was jetzt so ankommt. Das nächste, also was ihr jetzt seht, werden wahrscheinlich sowieso nur 10 Leute oder so sehen, dann war es das schon wieder. Aber trotzdem kann man sich natürlich über diesen kleinen Erfolg auch freuen und wir können ja mal gucken, wie es in Zukunft weitergeht. Ja, wir gehen jetzt aber mal wieder zurück zum Habbo Hotel. Wo war das denn jetzt hier? Wo war das denn jetzt hier? Hier war das? Nö. Das ist Spotify. Wartet mal kurz. So. Ja, ich habe Habbo geschlossen, deswegen hat es jetzt so lange gedauert aus meiner Sicht. Nee, auf jeden Fall haken wir das Video jetzt auch ab. War cool, dass es jetzt so viele Aufrufe hat. Das wollte ich nur kurz erwähnen nochmal. Und jetzt kommen wir zum Thema,
Wie es bei mir eigentlich immer ist, ich glaube, im letzten Video habe ich das auch gesagt. Ich wollte ja weitermachen, ich wollte unbedingt jetzt zur Weltmeisterschaft was bringen und dies und das, leere Versprechungen von mir, von meiner Seite. Ich muss einfach sagen, irgendwie habe ich keine Lust gehabt, in dieser Zeit was zu machen. Und man sollte auch immer ehrlich sein, was das angeht. Zu der Zeit hatte ich richtig Bock, was zu machen, habe es dann nicht durchgezogen, ein paar Wochen später, und dann war es das halt so. Aber trotzdem möchte ich YouTube nicht komplett aufgeben. Irgendwie habe ich jetzt wieder das Feuer entfacht, so in mich selbst, in mir selbst meine ich, dass ich wieder was anfangen möchte. Egal was es ist, nur das Problem ist, ich möchte jetzt erstmal gucken, was kommt gut an, beziehungsweise was macht mir Spaß und könnte gut ankommen. Und zukünftig, was könnte ich noch machen oder in welchem Themengebiet gehe ich jetzt weiter ein? Bei mir gibt es so unterschiedliche Sachen. Es gibt einmal das Thema Fußball, dann gibt es Gaming, wobei ich sagen muss, beim Gaming ist es so, dass wirklich wenige Leute sich das anschauen und sich dafür fast gar nicht interessieren, weshalb Gaming bei mir so langsam wirklich ausstirbt. Dann gibt es natürlich die Kategorie Habbo, die kommt immer gut an. Eigentlich habe ich jetzt auf meinen Habbo-Videos in letzter Zeit, die ich halt produziert habe, habe ich jetzt bestimmt fast 30 Aufrufe pro Video, wenn nicht sogar mehr. Auf jeden Fall mehr haben natürlich einige Videos, aber zumindest die 30er-Marke haben wir schon erreicht bei den Videos. Und das ist für mich schon ganz gut. Wenn 30 Leute sich Habbo-Hotel angucken, bin ich zufrieden. Kriegt ein Video bei mir jetzt, sage ich jetzt mal, nur 5 Aufrufe oder 10 Aufrufe, dann ist es für mich nicht so gut. Das ist dann eher so, ja, okay, das Video habe ich wohl hochgeladen, aber es guckt sich keiner so richtig an. Das ist das Problem, was ich dabei habe. Ich möchte schon Videos produzieren, die zumindest 20 Mal angeklickt werden oder sogar mehr. Das ist so mein Ziel, was ich auch für die nächste Zeit so plane. Letztes Jahr habe ich ja Top 11 gemacht. Da hat es auch ganz gut funktioniert, dass ich da auch gute Klicks generiert habe, sage ich jetzt mal. Natürlich weiß ich auch, dass ich jetzt als YouTuber mit 250 Abonnenten knapp keine richtige Fanbase oder was auch immer habe. Ich habe keine Community, nix. Ich mache nur Videos zur Unterhaltung und es gucken sich ja diese Videos Leute an, die jetzt mit mir selbst gar nichts zu tun haben. Die wirklich fremd sind, gucken sich ein Video von mir an und zack, sind sie wieder weg. Genau diese Zielgruppe möchte ich weiterhin wahrscheinlich ansprechen, weil ich einfach der Meinung bin, dass mit diesem Kanal sowas Großes wie eine Community sehr, sehr schwierig aufzubauen ist. Vor allem, weil ich unregelmäßig auch Videos mache. Und deswegen muss ich so gucken momentan, was möchte ich jetzt gerne weitermachen? Worauf habe ich Bock? Kommt das gut an bei den Leuten? Macht es mir selber auch Spaß? Das ist immer ein sehr wichtiger Faktor. Wenn es mir selber nicht Spaß macht, was ich mache, dann macht es natürlich auch keinen Sinn, wenn ich das Ganze dann auch mache. Und natürlich gibt es dann mal so Videos wie das Champions League Video, dass ich dann da mal was raushaue, damit ich so vielleicht ein paar Leute kriege, die auch dann Abonnenten werden, wie jetzt beispielsweise die 15 Leute, die jetzt von einem Champions League Video kommen. Das ist natürlich auch mein Ziel dabei, ne? Dass diese Leute mich auch abonnieren, trotzdem ein Video haben, wo sie sich gerne das auch anhören oder anschauen, je nachdem, was es halt ist. Ich meine, das sind jetzt 17 Kommentare, die ich bekommen habe, die sehr positiv, ja, gekommen sind von den Leuten. Und dass sie es gut finden, dass ich sowas hochgeladen habe. Und das ist ja immer mein Ziel teilweise damit. Natürlich möchte ich auch Klicks generieren, das ist keine Frage, ist kein Geheimnis. Es hört sich jetzt auch wieder so an, als hätte ich eine große Community. Nein, aber für die kleinen Leute, also was heißt kleine Leute, aber für die Leute, die mich überhaupt schauen, es gibt da wirklich ein paar, so eine Handvoll, die wirklich aktiv mir zuschauen. Für die mache ich so ein Video und für die Leute, die auch gerne Habbo gucken. Und da sind wir jetzt ja gerade drinne. Deswegen, ich mache das Video jetzt auch noch ein paar Minuten, würde ich auch sagen, damit wir das Thema Habbo auch nochmal ansprechen, weil darauf habe ich nochmal richtig Lust, darauf zu kommen und mit euch da auch nochmal drüber zu reden. Auf jeden Fall sind das so meine Ansichten auch für die Zukunft. Und da möchte ich euch jetzt gleich auch noch eben informieren. Ich muss ganz kurz gucken. Okay, alles gut. Genau, da wollte ich dann euch jetzt informieren, wie es da
so weitergeht mit dem Habbo Hotel. Nee, wartet. Ich hatte noch was anderes. Genau. Jedes Jahr hatte ich ja das Vorhaben, dass ich in FIFA, also FIFA 17, nee, FIFA 15, 16, 17, 18, dass ich zu jedem FIFA eine Karriere mache. Das habe ich FIFA 16 angefangen, glaube ich. FIFA 15 habe ich nur Weltmeisterschaften aufgenommen, die auch relativ gut angekommen sind. Aber man muss halt sagen, FIFA 16 war wirklich das Jahr, was sehr gut war. Ich habe die MSV Duisburg-Karriere damals gemacht, habe da auch in den ersten Videos sehr gute Aufrufezahlen erzielt. Habe da jeweils, glaube ich, schon am Anfang 3500 Aufrufe gemacht. Danach kamen dann so die 1000er-Videos, danach so die 500er und so weiter, was auch sehr gut ist. Deswegen habe ich dann auch FIFA 17 weitergemacht mit der Werder-Karriere und der Dortmund-Karriere. Und dann in der Dortmund-Karriere habe ich dann aufgehört und dann zu FIFA 18 habe ich weitergemacht in der in der Regionalliga sage ich schon, in der dritten Liga weiterzumachen. Mit welchem Verein war das denn nochmal? SV Meppen, genau. Und das habe ich dann auch nicht durchgezogen. Und das zeigt mir jetzt schon, dass ich auf sowas in Zukunft nicht mehr so viel Lust habe, dass ich solche Karrieremodus-Videos wahrscheinlich mache. Auch zu FIFA 19 werde ich wahrscheinlich sowas nicht nochmal anpacken. Nur ganz vielleicht. Und dann muss es natürlich auch sehr gut durchdacht sein. Das mit SV Meppen war irgendwie aus meiner Sicht nicht so gut durchdacht. Weshalb das Ganze auch nicht, ja, durchgezogen wurde, muss ich sagen. Und deswegen muss ich gucken, ob das FIFA 19 Sinn macht oder ob ich wirklich das Ganze lasse und mich auf ganz andere Videos, sage ich jetzt mal, konzentriere. Denn einen Karrieremodus aufzunehmen, hochzuladen auch noch, ja, das sind sehr viele Minuten Zeit, die man da in Anspruch nimmt oder sogar Stunden, weshalb das für mich sehr wenig Sinn macht, da nochmal was anzufangen. Natürlich ist es cool, wenn man wirklich gut Erfolg damit hat, wenn man da wirklich sehr viele Aufrufe auch bekommt. Aber ich glaube, zu FIFA 19 wird das sehr, sehr schwierig. Deswegen das Thema müssen wir nochmal gucken, ob wir das weitermachen. Ja, und zum Habbo Hotel. Ich habe jetzt ja Sommerferien, 7 Wochen lang. Weshalb das Ganze gut sein kann, dass ich jetzt in nächster Zeit regelmäßiger Videos bringe. Natürlich muss es nicht so sein. Letztes Mal habe ich es ja auch gesagt im Video und habe es dann nicht durchgezogen. Wartet einfach ab, vielleicht kommt da was. Aber ich habe Bock, Habbo-Videos zu machen. Vielleicht sogar im Habbo-Hotel dann auch spezielle Events wieder anzufangen. Mal gucken. Wie es dann mit Habbo Olympia 2020 aussieht, müssen wir nochmal gucken. Da gibt es, glaube ich, speziell auch nochmal ein Video drüber. Aber es kann gut sein, dass wir dann demnächst mal wieder was starten, was. Was Events jetzt angeht. Da müssen wir mal gucken. Da haben wir, glaube ich, noch ein paar Überlegungen, die wir noch nicht ganz angefangen sind. Aber wir haben da schon kleine Überlegungen angefangen, direkt nach Olympia sogar. Deswegen, da könnt ihr ruhig gespannt sein. Das Gute ist auch, dass Bastita und der Skinner 59, also David und Basti, dass wir uns wahrscheinlich im Juli treffen werden, persönlich. Und dann werden wir wahrscheinlich über solche Sachen auch nochmal reden und Habbo allgemein nochmal thematisieren. Also da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Das steht schon mal fest. Ja, und mehr wollte ich jetzt eigentlich auch nicht sagen zu diesem Video. Ja, was ich noch sagen kann, ich finde den Raum sehr schön gestaltet, sehr cool gemacht. Hier sitzt man sehr gerne drinne und unterhält sich natürlich mit den Leuten hier und mit euch auf YouTube. Ja. Ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal. Ihr habt jetzt erstmal meine Stimme 15 Minuten lang gehört. Das ganze Gequassel, was ich jetzt hier rausgebracht habe. Ja, hoffentlich hat es euch ein bisschen weitergebracht, beziehungsweise ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao.